Ja, da bin ich wieder. Freunde, eigentlich habe ich ja gesagt, ich möchte euch zeigen, was ich alles für S2 gemacht habe. Meine Mods im Mod Manager zeigen, was ich in Config CFG gemacht habe, in den Einstellungen. Aber da hat sich der Maxi gewünscht, dass ich mal meine schöne Mods zeige. Und das werde ich heute tun. Ich werde nicht alle Mods erläutern, weil das werde ich ja in meinem Stream machen. Wir fangen unten an mit der Southern Region Map. Dann kommt Pro Mods darüber, Poland Rebuilding. Itare Vamp, das ist der Rework von Italien. Dann kommt die Russ Map, Roex, Aserbaidschan, Georgien, Straßenverbindungen, das auch Hybrid, City Names von Roextended. Dann kommt ein Mod von Scania R770 PS. Basoka Transporte und Schwarzmüller Trailer, das sind meine Skins. Traffic Trailer, das ist auch der Skin, wo man Basoka Transporte sieht. In der Traffic Painted Truck Traffic Pack. Da gibt es noch von Scania Dashboard. Scania R 2016, das ist ein Mod, den ich selber gemacht habe. Navigation. Volis Interieur, Sizzle Megapack. Die Katzen, Lichter, Anbauteile von Kelsa. Abastrepas, 50K Addons, Big Garage, das ist mein Mod. Dann kommt Daniels Random Events. Das sind Baustellen, Unfälle, Polizeikontrollen und. Scania Air Tuning 770, das ist auch ein Mod, den ich selber gemacht habe. Realistische Lichter von den Fahrzeugen. Realistic Mirror Cams für die Version 1.47. Verschiedene Ampelversionen. Der Sound von Mark 2712. V8 Sound. Reifengeräusche. Der Franco. Ich möchte aber noch sagen, dass viele Sachen aus dem Steam Workshop sind und ich habe auch viele Sachen von so verschiedenen Mod-Seiten. Ihr gebt ja im Google ETS2 Mods und dann tauchen da, keine Ahnung, 8, 9, 10 Seiten, wo ihr euch die Mods herunterladen könnt. So Background Karte mit Zoomfix, Fullscreen, World Map habe ich noch und am Schluss habe ich GPX Graphics, das ist für Grafik. Damals hatte ich glaube 30 Euro bezahlt, als es GPX Graphics 1 rauskam. Ich werde euch aber im Stream zeigen, wo ihr das herunterladen könnt. Mittlerweile haben wir schon GPX Graphics 3. Ja, das war's kurz. Das sind insgesamt 75 Mods, die ich bei Basoka Transporte Story benutze.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wie gesagt, die Kartenmods könnt ihr bei Vendit Bandit auf seinem YouTube-Kanal herunterladen. Er hat da ein Mega Map Combo vorgestellt. Sein Kanal ist bei mir verlinkt. Überall. Dann könnt ihr euch die ganzen Sachen herunterladen. Ich habe mich für diese Map Combo entschieden. Es ist genug. Das reicht für mich. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald, Freunde.